Herzlich willkommen im Museum Künstlerkolonie. Mein Name ist Sandra Bornemann-Quecke und ich bin die Kuratorin der Ausstellung Albin Müller hoch 3, Architekt, Gestalter, Lehrer. Mit der Ausstellung feiert das Institut Mathildenhöhe Darmstadt den 150. Geburtstag eines Künstlers, der heute weniger bekannt ist, Albin Müller. Er wurde 1871 im sächsischen Dittersbach geboren und war bis zu seinem Tod in Darmstadt 1941 auf vielfältige Weise künstlerisch tätig. Die Ausstellung legt einen Schwerpunkt auf seine Schaffenszeit von 1900 bis 1914. Albin Müller ist einer der wichtigsten Architekten und Gestalter der Mathildenhöhe Darmstadt. 1906 wurde er von Großherzog Ernst Ludwig an die Künstlerkolonie Darmstadt berufen. Zu seinen bekanntesten Werken, die heute noch am Originalort zu sehen sind, zählt das Lilienbecken vor der russischen Kirche. Bei einem Rundgang über die Mathildenhöhe können Sie viele Arbeiten von Müller entdecken. Bis heute prägen sie das Erscheinungsbild des Ensembles, das seit Juli dieses Jahres UNESCO-Welterbestätte ist. Müller absolvierte zunächst eine Lehre als Tischler und bildete sich zum Möbelzeichner weiter. Die Möbel, die in der Ausstellung präsentiert werden, zeugen von seinem Gespür für Formen, Materialbeschaffenheit und Herstellungsprozesse. Diese Fähigkeiten qualifizierten ihn besonders für seine Tätigkeit als Lehrer an der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule in Magdeburg, wo er in den Jahren 1900 bis 1906 unterrichtete. In dieser Zeit profilierte sich Albin Müller als Entwerfer für Kunsthandwerk. Er schuf zahlreiche Gebrauchsobjekte für unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Seine wichtigsten Partner waren Manufakturen, die sich auf Materialien wie Metall, Gusseisen und Serpentinstein spezialisiert hatten. Wie ein roter Faden ziehen sich die Kooperationen mit Herstellerfirmen durch die Ausstellung, von denen insgesamt rund 100 nachgewiesen sind. Müller versah seine Entwürfe mit seiner charakteristischen Künstlersignatur, ein großes A, in das ein großes M eingestellt ist. Auf der Hessischen Landesausstellung 1908 und der Künstlerkolonieausstellung 1914 präsentierte Albin Müller seine Entwürfe für Architektur und Raumkunst. Ab 1911 ließ Müller außerdem sein eigenes Wohnhaus auf der Mathildenhöhe errichten. Es befand sich südwestlich vom Plantanenhain am Nikolaiweg 16. Besonders innovativ für eine Stadtvilla war die Terrasse, ein sogenanntes Luft- und Sonnenbad. Leider wurde das Haus Albin Müller 1944 vollständig zerstört und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgebaut. Glücklicherweise haben sich bis heute Fotografien erhalten, die dokumentieren, dass sich Müller in seinem Wohnhaus zum Beispiel mit den Vasen umgab, die er um 1914 für die Firma Ernst Wallis und die Wächtersbacher Steingutfabrik entworfen hatte. In der Ausstellung Albin Müller hoch 3 finden Sie zahlreiche historische Innenaufnahmen, auf denen Sie die Gebrauchs- und Ziergegenstände von Albin Müller entdecken können. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Rundgang durch die Ausstellung.